sich die Zahlen etwas stabilisiert haben, bis wir dann mit der Veranstaltung starten. So, dann werde ich mal beginnen. Ja, liebe Gäste, ich möchte Sie herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Hessischen Karl-Hermann-Flach-Stiftung hier im virtuellen Raum willkommen heißen. Mein Name ist Jana Nathalie Burg und ich bin die Programmleiterin für Rheinland-Pfalz im Länderbüro Hessen und Rheinland-Pfalz. Wer in Gesellschaft und Politik etwas verändern will, muss mit vielen Widerständen rechnen. Oder Frauen müssen einfach mehr bringen, sonst sind sie schnell abgehakt. Dies alles sagte einst die liberale Politikerin Liselotte Funke, mit deren Leben wir uns heute befassen wollen. Sie war, ohne bereits zu viel vorweggreifen zu wollen, eine bemerkenswerte Frau, die sich in vielen Bereichen durchgesetzt hat, die zu ihrer Zeit vorwiegend Männern vorbehalten waren. Rebellen, Demokratin der ersten Stunde, Engel der Türken, ihre unterschiedlichen Betitelungen in der öffentlichen Debatte spiegeln deutlich die zahlreichen Facetten ihres wegweisenden Einsatzes für die Gesellschaft wider. Wir möchten uns heute in diesem Talk, der der Start einer Reihe zu Porträts beeindruckender Frauen aus Gegenwart und Vergangenheit ist, zunächst Funkes Leben widmen, bevor wir dann den Blick in die Gegenwart lenken werden. Bevor ich Ihnen jetzt gleich unsere Referenten des heutigen Abends vorstelle, möchte ich gerne noch zwei technische Hinweise geben. Die Veranstaltung wird heute aufgezeichnet und über Freiheit Plus gestreamt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, über die F&A-Funktion Fragen zu stellen. Und bitte sehen Sie es uns hier nach, wenn wir aufgrund der Fülle oder der begrenzten Zeit auch nicht alle Fragen beantworten können. Wir versuchen aber, möglichst viele aufzugreifen. Nun aber freue ich mich sehr, Ingrid Matthäus-Meyer in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Frau Matthäus-Meyer war von 1976 bis 1982 für die Freien Demokraten und erneut von 1983 bis 1999 für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestags und war von 1979 bis 1982 Vorsitzende des Finanzausschusses und von 1988 bis 1999 stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Frau Meier, Matthäus Meier. Danke. Ebenfalls begrüßen möchte ich unser Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Bettina Stark-Watzinger. Sie ist darüber hinaus stellvertretende Vorsitzende der FDP Hessen und parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Ihre vorrangigen Themen sind Finanzen, Haushalt, Bildung und Forschung. Auch Ihnen herzlich willkommen, Frau Stark-Watzinger. Abend. Als dritten Referenten des heutigen Abends heiße ich den Ehrenvorsitzenden der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten, Hermann Otto Solms, willkommen. Er war von 1980 bis 2013 und ist wieder seit 2017 Mitglied im Bundestag. Von 1991 bis 1998 war er Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und von 1998 bis 2013 bekleidet er das Amt des Vizepräsidenten und seit 2017 ist er Alterspräsident im Deutschen Bundestag. Zudem hat er viele Jahre das Amt des Bundesschatzmeisters inne. Hallo, Herr Solms. Hallo, Frau Burg. Einen ersten historischen Einblick in das Leben von Liselotte Funke wird uns Professor Dr. Ewald Grote heute geben. Er ist Leiter des Archivs des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach und lehrt als Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal. Auch dir ein herzliches Willkommen. Und zuletzt freue ich mich sehr, dass Anja Reinhardt die Moderation des heutigen Abends übernommen hat. Sie ist freie Journalistin, aber auch hauptsächlich beim Deutschlandfunk tätig und ist dort Moderatorin, Autorin und Redakteurin für die Sendungen Kultur heute, Kulturfragen und Information und Musik verantwortlich. Hallo. Nun möchte ich Sie aber nicht alle länger warten lassen und übergebe das Wort an Ewald Grote. Wünsche uns allen einen spannenden und interessanten Talk. Und ja, Ewald, du bist jetzt dran. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die ich also gerne zeigen möchte. Es geht also um Liselotte Funke im Porträt, eine Streiterin für Gleichberechtigung, Finanzen und Integration. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über eine Politikerin wie Liselotte Funke reden, dann geht das selbstverständlich nicht, ohne ein Wort über die Rolle von Frauen in der Politik zu verlieren. Sie habe gespürt, schrieb die fast 90-Jährige in ihren Erinnerungen, wie der Eintritt von Frauen in die traditionell männlich beherrschten Bereiche die Männer verunsicherte. Liselotte Funke hat trotz dieser
sehr bewusst wahrgenommenen Problemlage ihren Schritt in die Politik mutig und konsequent vollzogen und da war dabei überdies, wie ich nachfolgend zeigen möchte, sehr erfolgreich. Beim Blick in Ihre Biografie lässt sich feststellen, dass ihr manche Prägung in die Wiege gelegt war und manches Talent von früher Jugend an sich zeigte und fortentwickeln konnte. Lass ich die Präsentation nochmal starten. So. Ja, hier habe ich also ein paar Daten zu Ihrer Biografie aufgeführt und auch ein paar Bilder zeige ich. Rechts oben die Familie, links rechts unten ist der Führerschein zu sehen, leider jetzt ohne das Bild, das ist verdeckt. Und in der Mitte das Diplom, auf das ich gleich zu sprechen komme. Als viertes von fünf Kindern eines Hagener Fabrikanten kam sie 1918 zur Welt. Die ersten Lebensjahre in der krisengeschüttelten Weimarer Republik mit Revolution, Inflation und Ruhrbesetzung erlebte Liselotte Funke als turbulent und dennoch auch glücklich. Der große Garten, die sportliche Betätigung und das Kunstinteresse prägten ihre Kinderjahre. Der Nationalsozialismus beeindruckte sie zwar, aber insbesondere die Haltung der Eltern führten auch bei ihr zu zunehmender Skepsis. 1937 legte sie ihr Abitur in Hagen ab, wechselte dann zum Studium an die Wirtschaftshochschule nach Berlin in die große Welt. 1941 legte sie ihr Diplom ab und Sie sehen auf der Diplomurkunde Diplom-Kaufmann. Natürlich nicht Kauffrau oder etwas Ähnliches, sondern man war also Diplom-Kaufmann. Ihr Interesse für Politik, Wirtschaft und Finanzen war früh spürbar. Der Bezug zur praktischen Arbeit und zur finanziellen Selbstständigkeit blieb aber auch wichtig für sie. So arbeitete sie in einer Radiofabrik bei den Bayerischen Motorenwerken in München und zeitweise auch als Straßenbahnschaffnerin. Während ihrer ersten beruflichen Anstellung bei einem Wirtschaftsprüfer in Wuppertal erfuhr sie früh, dass man Frauen einen solchen Beruf damals einfach nicht zutraute. Das Kriegsende mit den Bombardements von Hagen und in Hagen und Wuppertal erlebte sie hautnah. Ihr Elternhaus wurde im März 1945 zerstört. Funke arbeitete seit Ende 1944 als Abteilungsleiterin im Familienunternehmen Funke und Huck. Bis 1969 sollte sie dort dann später auch als Prokuristin arbeiten. Dann wurde das Unternehmen übergeben in andere Hände. Das liberale politische Engagement des Vaters hatte sie als Jugendliche bereits wahrgenommen. 1946, also ein Jahr nach Kriegsende, trat sie mit ihm gemeinsam in die FDP in Hagen ein. Vor Ort, also in Hagen, war Willi Weyer die prägende Figur der Liberalen. Als Landesvorsitzender und Landespolitiker sollte er sie landespolitisch lebenslang begleiten. Sie selbst wurde schon Ende der 1940er Jahre in den nordrhein-westfälischen Landesvorstand gewählt, dem sie bis 1981 angehörte. 1950 zog sie als eine von wenigen Frauen und von dem eigentlich hoffnungslosen Listenplatz 23 aus überraschend in den nordrhein-westfälischen Landtag ein. Hier brachte sie sich in die leidenschaftliche Debatte um die Gemeinschaftsschule ein. Aber auch der Lehrermangel, die Schulraumnot und die Koedukation waren Anliegen, die sie verfolgte. Also Bildungspolitik und damit ein durchaus typisches Engagement auch für liberale Frauen in der Politik. 1956 stützte sie den sogenannten Jungtürken Walter Scheel, Willi Weyer und Wolfgang Döring, die von denen vorangetriebenen Koalitionswechsel zur SPD in Nordrhein-Westfalen. Fünf Jahre später, das sind zwei Fotos vielleicht, die Sie zeigen im Kreis Ihrer anderer Mandatsträger, also Erich Mende natürlich, der Parteivorsitzende in den 50er Jahren, in den 60er Jahren dann noch und Marie-Elisabeth Lüders auf dem linken Bild zu sehen. 1961 kandidierte Liselotte Funke bei den Bundestagswahlen und wurde Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier sehen Sie also zwei Wahlplakate von 1961. Hier bewährte sich ihre berufliche Erfahrung als Wirtschaftsprüferin, indem sie Mitglied im Finanzausschuss wurde, also gewissermaßen Vorgängerin von Ingrid Matthäus-Meyer. Dem Finanzausschuss gehörte Funke 18 Jahre lang an, davon 7 Jahre als Vorsitzende.
Wichtige Steuergesetze wie diejenigen über Mehrwert-, Einkommens-, Gewerbe- oder Erbschaftssteuer wurden unter ihrer professionellen Leitung beraten und beschlossen. Als persönlicher Referent stand hier in den 70er Jahren im Übrigen der heutige Gesprächsteilnehmer Hermann Otto Solms zur Seite. Das Jahr 1969, hier nochmal ein paar Bilder, Frauen sprechen im Bundestag, natürlich ganz typisch, aber sozusagen, dass das extra gesammelt wird, aber vielleicht muss man dazu erläutern, hier waren alle Themen, die in den Bundestagsdebatten von der Außenpolitik über die Finanzpolitik, alles war da enthalten. Dann in der Mitte etwas zur Erziehung und rechts noch ein paar Bilder mit Karl-Hermann Flach oder auch mit Walter Scheel. Ja, das Jahr 1969 war in der Geschichte der Bundesrepublik eine Zäsur und auch für Lieselotte Funke ein wichtiger Einschnitt. Mit der Wahl von Walter Scheel zum Außenminister und dann eben auch zum Vizekanzler nahm sie dessen Posten als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages ein. Auch da war sie gewissermaßen Vorvorgängerin von Hermann Otto Solms, der ja nun bis vor kurzem auch Vizepräsident gewesen ist. Funke behielt diesen Posten für ein Jahrzehnt und arbeitete unter anderem 5 Jahre lang eng mit der ersten weiblichen Bundestagspräsidentin Annemarie Renger von der SPD zusammen. Nicht nur im Bundestag, sondern auch in der Partei strebte Funke nach oben. Seit 1968 saß sie neben Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Mischnick und anderen im Bundespräsidium der FDP, dem sie bis 1982 zuletzt 7 Jahre lang als stellvertretende Bundesvorsitzende angehörte. Ein gesellschaftliches Tätigkeitsfeld von Funke habe ich bisher noch gar nicht zur Sprache gebracht, und das ist ihr kirchliches Engagement. Hier noch ein paar Bilder als Wahlkämpferin, Flugblatt zur Bundestagswahl und Eröffnung des Bundestagswahlkampfs 1980. Aber ich habe noch nicht über sie gesprochen, ihr Engagement in der evangelischen Kirche. Christlich erzogen spielte kirchliches Engagement für sie lebenslang eine Rolle. Seit 1953 saß sie im politischen Ausschuss der evangelischen Kirche, Landeskirche von Westfalen. Seit 1971 war sie Mitglied der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Sie hat unter anderem 1974 dann eben auch beim sogenannten Kirchenpapier der FDP, Freie Kirche im freien Staat, mitgewirkt. Schließlich ist ihr Engagement in Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter, der damals sogenannten Frauenpolitik, zu erwähnen. Man muss sich vergegenwärtigen, sie wurde zu einer Zeit Abgeordnete des Deutschen Bundestages, in der weniger als 10% der Abgeordneten überhaupt weiblich waren. Auch an sogenannten Frauenthemen mangelte es nicht. Ihre Kritik, dass im Bundesverfassungsgericht 7 Männer und nur eine Frau über die Reform des Paragraphen 218 entschieden hätten, führte zu einem großen Presseecho. Aber es ging auch um Fragen, die heute mehr Verwunderung auslösen würden, wie beispielsweise über das Tragen eines Hosenanzugs im Bundestag, ob sich das gezieme für die Würde einer Frau oder die Anrede Frau statt Fräulein für unverheiratete Frauen. Gleichstellung war für Funke auch immer ein Thema der gesellschaftlichen Gerechtigkeit. 1979 schied sie dann als Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag aus, denn sie wurde von ihrem Landesverband in Nordrhein-Westfalen gewissermaßen angefordert. Weil sich die Umfrageergebnisse mit 3-4% für die FDP im Keller befanden, die Fraktion zerstritten war, der Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Horst Ludwig Riemer schließlich gesundheitlich angeschlagen war, wurde Funke von Hans-Dietrich Genscher gebeten, den Ministerposten in Düsseldorf zu übernehmen. Mit gerade einmal 6,5 Monaten von Mitte November 1979 bis Anfang Juli 1980 blieb es ein relativ kurzes Gastspiel als Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, denn die FDP verpasste 1980 den erneuten Einzug in den Landtag. Mit Fragen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit hängt schließlich auch Funkes letztes politisches Engagement in einem wichtigen Amt zusammen. Von 1981 bis 1991 arbeitete sie als erste Ausländerbeauftragte für die Bundesregierung. Für ihren unermüdlichen Einsatz hielt sie später den Ehrennamen einer Mutter der Türken. Doch die Resonanz ihrer vielfältigen Aktivitäten war für sie eine einzige Enttäuschung. In ihren Erinnerungen schrieb sie, dass Bundeskanzler Helmut Kohl keines von 16 Schreiben an ihn beantwortet habe und auch nicht für ein
konkretes Gespräch zur Verfügung gestanden habe. Dabei waren auch damals, lange vor der sogenannten Flüchtlingskrise, die Probleme der Migration und Integration bekannt und wurden klar benannt. Mit einem öffentlichen Kündigungsschreiben 1991 erregte Funke zumindest das Interesse der Medien. Auch in den rund zwei Jahrzehnten des politischen Ruhestandes nach 1991 blieb sie umtriebig, kümmerte sich um die Geschichte ihrer Heimatregion und weiterhin auch um kirchliche und soziale Belange und Gleichstellungsfragen. Mit ihrem mutigen politischen und sozialen Engagement für Gleichberechtigung, Finanzen und Integration hat sich, so meine ich, Liselotte Funke, die 2012 im Alter von 94 Jahren starb, über die Parteigrenzen hinaus Achtung und Anerkennung erworben. Ganz herzlichen Dank. Ja, Herr Grote, ich übernehme jetzt einfach mal. Vielen Dank für die vielen Informationen jetzt, von denen ich gerne einige aufgreifen möchte. Ich hoffe, ich komme dazu, möglichst viel aufzugreifen. Aber tatsächlich würde ich ganz gerne nochmal auf den Titel oder auf den Untertitel dieser Veranstaltung schauen. Rebellen für die gute Sache heißt es im Untertitel. Und da werden wir vielleicht hoffentlich heute auch drüber diskutieren, inwiefern Liselotte Funke eine Rebellin war und wie viel Rebellentum vielleicht aber auch überhaupt möglich war in den 60er, 70er und 80er Jahren. Bis zur Gleichstellung der Geschlechter, Frauen haben seit ungefähr 100 Jahren das Wahlrecht, war es ein langer Weg, der auch noch, glaube ich, eine Strecke vor sich hat. Um nur wenige Stationen nochmal zu nennen, 1958 erst wurde die Gleichstellung von Mann und Frau gesetzlich festgeschrieben. Das hieß unter anderem ganz praktisch, Frauen durften ein eigenes Konto eröffnen. 1961 wurde mit der CDU-Politikerin Elisabeth Schwarzhaupt die erste Bundesministerin vereidigt. 1977 wurde das Ehe- und Familienrecht reformiert. Damit waren Frauen zum Beispiel im Fall einer Scheidung deutlich besser abgesichert. Es folgten immer wieder gesetzliche Änderungen, die eine Gleichstellung der Geschlechter garantieren sollten, aber also vor allen Dingen auch in der Arbeitswelt. Trotzdem muss man von heute aus sagen, Frauen verdienen im Schnitt weniger, übernehmen seltener Führungspositionen und sind ganz klar aktuell gerade in der Corona-Krise benachteiligt, wie mehrere Studien zeigen. Und damit möchte ich den Bogen eigentlich wieder zu Liselotte Funke schlagen und meine erste Frage an Frau Matthäus-Meyer stellen. Frau Matthäus-Meyer, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ohne Liselotte Funke wären Sie nicht das geworden, was Sie geworden sind. Vielleicht können Sie ausführen, inwiefern sie Vorbild und auch Antrieb für Sie war. Das kann ich wiederholen. Ohne Liselotte Funke wäre mein Lebenslauf möglicherweise etwas anders gelaufen. Warum? Der unmittelbare Anlass war, ich kam ja aus der außerparlamentarischen Opposition. Und Liselotte Funke gehört sicher zu denen, die in der sozialliberalen Koalition den jungen Leuten, die beschlossen haben, in der Politik mitzumachen, denen eine Chance zu geben, sich zu integrieren und parlamentarische Politik zu machen. Also ich kam dann 76 rein. Und wir hatten uns vorgenommen, gerade als Sozialliberale, übrigens, sie hat sich nie als Sozialliberale bezeichnet, ich tue das immer, aber sie war materiell eine, nämlich die Kombination von liberaler Überzeugung und sozialer Gerechtigkeit. Also ich kam dann rein und war dann natürlich auch bekannt in der FDP und dann sagte ich, ich will, wie mehrere meiner Freunde, nicht so in die Soft-Themen rein, sondern in die Hardcore-Themen, wo über Geld entschieden wird, wo auch die Macht liegt. Also die Frage etwa, haben wir das Geld für den Digger 90 oder haben wir das Geld stattdessen für Kindergeld und Steuersenkung und so weiter. Ich kandidierte also für die pure Mitgliedschaft zum Finanzausschuss, nicht Vorsitzende, pure Mitgliedschaft. Und da sagte Lambsdorff, nee, die soll da nicht rein und stellte den Gegenkandidaten auf und ich gewann das damals nur 19 zu 18. Das heißt, wenn ein Einzelner sich anders entschieden hätte, wäre ich nicht im Finanzausschuss gewesen, mit all der Folge dann später Finanzausschussvorsitzender und übrigens auch mit der ganzen Erfahrung im Banken, Steuergesetzgebung, dass ich dann von Schröder in die KfW geschickt wurde. Deswegen gehört das unmittelbar dazu, dass mein Lebensweg anders gelaufen wäre. Aber auch, darf ich das mal sagen, ihr menschlicher Umgang. Wir haben uns nie geduzt und wir waren in diesem Sinne auch keine Freundin, aber ich glaube schon, dass in der Politik wir uns ganz besonders nahe waren. Wir mochten uns aus. Wir haben das Kirchenpapier
mit vielen anderen zusammengearbeitet. Da wurde so nett gesagt mitgewirkt. Also da muss ich mal sagen, da bin ich wie Liselotte Funke. Es haben zwei Frauen auf dem Parteitag in Hamburg, ich weiß nicht, ob sonst dabei war, zwei Frauen dieses wunderbare Papier durch den Parteitag gekriegt, auch mit zwei großen Reden. Sie kamen von unterschiedlichen Richtungen eigentlich. Ja. Sie kamen eigentlich von unterschiedlichen Richtungen. Das ist ja das Interessante. Deswegen heißt das Papier ja auch Freie Kirche und im freien Staat. Die Freie Kirche, da war diese Leute besonders interessiert. Ich habe gerade noch angeschaut für die heutige Sitzung, wie zum Beispiel der beim Herrn Kretschmann, als der Landesvater ist, der Bischof von Freiburg sein Treueid leisten muss. Also da muss der Bischof zu dem Landesvater. Und es gibt da auch viele Abhängigkeiten auch in der Kirche. Und ich komme von der anderen Seite. Ich bin sekulare Humanistin, bin nicht in einer Kirche seit ewigen Zeiten. Und von beiden Seiten her kommen zu diesem Ergebnis, das war eben das Tolle an diesem Papier. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben vielleicht verfolgt, dass in Köln das Riesentheater ist mit dem Herrn Wölki, sage ich mal, im Kölsch. Ne? Also der will jetzt was eröffnen, also das ist wirklich schon schwierig mit ihm. Und da treten die Leute massenhaft aus der Kirche aus und das Amtsgericht Köln hat nicht so viele Termine. Das ist doch völlig verrückt, dass man zum Amtsgericht muss. Ich lese das Kirchenpapier von 74 nach und da war es gar nicht mehr präsent, obwohl ich es mitgemacht habe, da steht, der Austritt erfolgt durch Willenserklärung gegenüber den Kirchen. Dann hätten wir dieses Theater nicht. Also wir haben sehr viel zusammen gemacht. Ich habe bei ihr sehr viel gelernt. Da sie auch Vizepräsidentin war, hat sie mich fast, könnte man schon sagen, so ein bisschen mütterlich zu allem mitgenommen. Also der Eintritt in diese Welt, sie kam ja aus der Wirtschaftswelt, ich nicht. Also die ganzen Granden der Wirtschaft lernte ich mit ihr kennen, die waren ja alle bei ihr und wollten immer alle Steuersenkungen. Kaum haben sie die Steuersenkung, dann wollen sie schon die nächste. Also ich habe viel von ihr gelernt, sie wusste ja unheimlich viel. Sie war menschlich sehr, sehr angenehm. Sie war auch empathisch, sie mochte die Menschen, so ein bisschen wie Johannes Rau. Und sie war sehr selbstbewusst, aber auch zum Beispiel sehr integer, als zum Beispiel der berühmte Schritt von Genscher kam raus aus der Koalition mit Helmut Schmidt, obwohl wir die Jahre vorher gesagt hatten, 5 Jahre oder 4 Jahre Helmut Schmidt, mein Gott, wie viele Zettel habe ich da verteilt, haben wir die meisten Frauen in der FDP gesagt, das machen wir nicht mit. Und auch sie, obwohl nicht mehr Abgeordnete des Bundestages, war dagegen. Das Empathische möchte ich auf jeden Fall später auch noch aufgreifen, aber zunächst möchte ich Sie, Herr Solms, auch noch mal fragen, Sie waren 1973 bis 1976 persönlicher Referent von Liselotte Funke und jetzt möchte ich eigentlich doch noch mal ganz gerne wissen, haben Sie da das Rebellische eigentlich auch gesehen in Liselotte Funke? Wie haben Sie sie erlebt? Das war ja doch wahrscheinlich auch eine Zeit, die von Nähe geprägt war. Ich kam aus der Universität, ich war dort Assistent und war dabei zu promovieren, studierter Ökonom. Und ein Schulfreund von mir, der Finanzreferent der Bundestagsfraktion damals war, sagte zu mir bei einer politischen Veranstaltung, er wusste, dass ich auch in der FDP war, ob ich mich nicht mal vorstellen wollte, Frau Funke suche einen neuen persönlichen Referenten. Als in ihrem Amt als Vizepräsidentin. Da habe ich gesagt, nein, ich habe doch schon feste Pläne und habe schon einen Vertrag hier liegen mit einem Unternehmen. Und er sagt, stell dich doch einfach mal vor, ist doch interessant, so jemanden kennenzulernen. Gut, habe ich einen Termin gemacht mit dem Büro Funke und habe sie besucht. Und das war ein so nettes, offenes, herzliches, aber auch, wie ich fand, wichtiges Gespräch, dass ich mich dann umentschieden habe, gesagt, gut, das probiere ich mal. Und Liselotte Funke war eine starke Persönlichkeit, sie war eine Respektsperson, sie hat sich kaum mit jemandem geduzt, Frau Matthias Mayer hat das ja eben schon erwähnt, auch wenn man ihr nahe stand. Sie hatte eine hohe Arbeitsmoral. 80 Stunden. Sie hat eigentlich immer gearbeitet. Wenn sie im Auto fuhr, saß sie auf dem Beifahrersitz vorne und hat Briefe beantwortet. Ich glaube, sie hat in ihrem Leben an die 40.000 Briefe handschriftlich beantwortet. Immer handschriftlich. Die wurden dann abgetippt. Sie hat einen veranlasst als Mitarbeiter,
das zu tun, was sie von einem erwartet hat, ohne dass sie es sagen musste. Das war ihre Ausstrahlung, ihre Autorität. Sie ist nie laut geworden, sie hat nie kritisiert. Sie hat nur allenfalls mal gesagt, könnte man vielleicht auch so machen oder so formulieren. Das heißt, das war eine innerer Zwang, ihrer Arbeitsmoral, ihrer Disziplin zu folgen und das zu tun, was sie von einem erwartet hat. Das Einzige, ich war da natürlich vorwiegend in der Finanzpolitik, Frau Funke war ja Vorsitzende des Finanzausschusses in der Steuerpolitik tätig, aber auch in allgemeinen wirtschaftspolitischen Fragen. Ihrer Tätigkeit bei der Kirche habe ich sie nicht unterstützt, weil mir die Kirche nicht so nahe war. Das hat ihre persönliche Mitarbeiterin Edda Zöldi gemacht. Aber auch in den Fragen, in dem Paragraph 218, Emanzipation der Frauen und Frauenthemen, habe ich sie so gut unterstützt, wie es ging. Und Frau Funke, ging es dabei insbesondere um gerechte Lösungen. Und sie war auch sehr, wie soll ich sagen, sehr ungeheuer eigenständig. Sie hat genau gewusst, was sie für wichtig hielt und gemacht hat. Und das haben manche Männer in der Partei nicht so gerne gehabt. Ja, insbesondere mit Hans-Dietrich Genscher war sie nie so eng. Aber wenn es hart auf hart kommt, war sie dann loyal, auch wenn sie manchmal ihre Meinung zurückhalten musste. Konsequent war sie loyal, weil sie wusste, eine kleine Partei wie die FDP kann nur Erfolg haben, wenn sie zusammenhält und sich nicht im Streit, im öffentlichen Streit ergeht. Jetzt hat, ich glaube, Frau Burg hat es gesagt und es steht auch im Ankündigungstext für diese Veranstaltung heute Abend, dass Lieselotte Funke gesagt hat, Frauen müssen mehr bringen in der Politik. Was genau hieß das eigentlich, mehr bringen? Also inwiefern mussten Frauen sich mehr anstrengen, mehr um Aufmerksamkeit vielleicht auch kämpfen? Wie schwer war das eigentlich in der doch sehr männerdominierten Politik? Nun, Sie haben ja vorhin daran erinnert, dass die Gleichberechtigung formal erst Ende der 50er Jahre eingeführt worden ist. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Frauen mussten den Mann fragen, wenn sie den Führerschein machen wollten oder wenn sie ein Konto eröffnen wollten oder wenn sie selbstständig aktiv werden wollten. Sehr schön wird es jetzt dargestellt, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, in der Folge Kuda. Da ist ja eine Familie, Mutter und drei Töchter in den 50er Jahren, sehr sehenswert. Und gerade diese Fragen der Rolle der Frau in den 50er Jahren sehr plastisch dargestellt wird und sehr überzeugend und auch wahrheitsgemäß, so aus meiner Erinnerung heraus. Und da war Frau Funke bewusst, wenn wir uns durchbeißen wollen, wenn wir eine wirkliche Gleichberechtigung im Leben erhalten wollen, müssen wir mehr bringen als die Männer, um den Respekt uns zu erarbeiten, der notwendig ist, um auch den rechtlichen Fortschritt in der Gesellschaft und die Anerkennung in der Gesellschaft zu erlangen. Und so hat sie gelebt, das hat sie vorgelebt. Frau Matthäus-Meyer, ich würde Sie gerne noch fragen, was so typische Frauenthemen, was heißt typische Frauenthemen, es sind natürlich keine typischen Frauenthemen, wenn es zum Beispiel um den Paragraphen 218 geht, weil daran ja nun mal auch die Männer beteiligt sind. Wie müssen wir uns das vielleicht vorstellen? Wie schwer war das eigentlich, über solche Themen auch zu reden und sich da Gehör zu verschaffen und und da was zu erreichen? Der Schwerpunkt der Arbeit von Lieselotte Funke und auch von mir war nicht dieser Bereich. Das haben wir, wenn man so will, außerdem immer gemacht. Ich will mal sagen, in so vielen Einzelbeispielen, etwa die Lufthansa, hat jahrelang keine Frauen als Pilot ausgebildet. Anfrage von Frauen quer aus dem Bundestag, auch Lieselotte und ich, warum die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, der gehört die Lufthansa, wieso kann sie nicht einwirken darauf, dass die Lufthansa Frauen wird? Antwort,
Das ist eine Frage des Managements und nicht der Frage der Eigentümerschaft. Machen wir nicht. Hat jahrelang gedauert, aber irgendwann werde ich nie vergessen, fliege ich und höre, hier, ihre Kommandantin ist heute sowieso, fliegt sie sowieso. Da bin ich vorne im Cockpit, habe gesagt, das verdienen Sie den Vereinten Frauenfronten im Bundestag. Wir haben gekämpft. Also das waren auch viele kleine Dinge. Die größte Entscheidung war sicherlich jetzt 2018. Das Wort Rebellin passt aus meiner Sicht nicht ganz, weil sie im Auftreten, sie war in der Sache durchaus Rebellin, aber im Auftreten, sagen wir auch im Unterschied zu mir, ich bin viel streitbarer, ich bin jetzt 75 geworden, kriege Briefe, du bist so streitbar wie immer und so. Deswegen haben wir uns ganz gut ergänzt. Aber sie war zäh und da hat sie richtig zugeschlagen. Also gesagt, das kann doch kein Mensch verstehen, dass wenn ein Mann über einer bewohnten Stadt eine Bombenladung ablässt und Hunderttausende oder Tausende Leute getötet werden, dass das erlaubt ist, aber eine Abtreibung im zweiten Monat nicht. Es gab ein Riesentheater. Also da war sie sehr, sehr engagiert. Und das erreicht zu haben, weitestgehend, da musste ja noch durch Karlsruhe. Und da bin ich übrigens dankbar, auch deswegen dankbar für die Einheit. Ich war entschiedene Kämpferin für die Einheit und Währungsunion und so, weil dadurch wir die Westen die Fristenregelung der früheren DDR bekommen haben. Ich möchte das Stichwort Empathie nochmal aufgreifen, was Sie vorhin in den Raum geworfen haben, und da nochmal auf Ihre Rolle als erste Ausländerbeauftragte der Bundesrepublik zu sprechen kommen. Und da muss man schon auch sagen, also neben der Empathie, glaube ich, hat sie unglaublich viel Weitsicht auch bewiesen. Also es ging damals schon um Familiennachzug. Es ging ja letztlich auch darum, dass wir natürlich mit der Situation konfrontiert werden in der Zukunft, dass es einen Migrationszug von Süd nach Nord gibt. Ja. Also da hat sie doch politisch unglaublich viel Weitsicht bewiesen. Wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte sie mehr erreicht? Also das glaube ich nicht. Da müsste man Herrn Sorb fragen, denn die Zeit, wo sie Ausländerbeauftragte war, die habe ich nicht mehr mit ihr ja zusammen gemacht. Ich war ja weiter im Bundestag, übernahm ja dann von ihr den Vorsitz im Finanzausschuss. Aber was meine ich mit Empathie? Man merkte ihr an, dass sie auch in der Politik und natürlich erst recht als Ausländerbeauftragte, sie mochte die Menschen, mit denen sie umging. Nicht alle. Ich habe auch miterlebt, wir haben ja auch Lobbygespräche geführt. Also dass sie mich immer mitnahm, lernte ich Lobbyisten kennen. Ich muss übrigens was aus dem Lobbyismus sagen, weil das gerade ein Thema ist. Natürlich brauchen wir Lobbyismus in der Politik. Er muss nur transparent sein. Man lernt sehr viel und man muss wissen, wie man sich dann entscheidet. Aber dass man Leute trifft, die einem erklären, wie Bereiche funktionieren, die man selber nicht kennt, das ist doch richtig. Aber es muss transparent sein. Man darf dafür kein Geld nehmen. Aber da gab es also durchaus Leute, denen zeigte sie sehr klar, lass mich in Ruhe. Ich bin sachorientiert. Aber ansonsten, ich will mal sagen, was ich mit empathisch oder menschlich sage. Mal zwei Beispiele. Gestern guckte ich zufällig nochmal, weil ich kann den Kölner Enkel wenig sehen wegen der Pandemie, hatten wir also so einen Videochat. Und sagte Mama, guck mal da, die Decke, die da liegt. Da war eine kleine Decke. Diese Decke hat Lieselotte, die jetzt mein Enkel hat Lieselotte Funke mir geschickt für mein erstes Baby. Da sage ich du, und er sagt, sonst hat es ja bestätigt. Die hat ja immer gearbeitet, war immer fleißig, diszipliniert. Ich sage, wann hast du das denn? Ich habe sie gesagt, wir haben uns also nicht geduldet. Wann haben sie das denn alles gestrickt? Da sagt sie, immer wenn ich Nachrichten hörte, dann habe ich gestrickt. Oder ein anderes Beispiel, es gab einen kleinen Parteitag in der FDP, der hieß Hauptausschuss. Mein Mann und ich hatten vorher geheiratet. Sie kannte natürlich auch meinen Mann, den Robert Meyer, gut. So, da werde ich begrüßt, der Parteitag wird eröffnet. Und da sagt der geleitet, und dann habe ich gehört, die Ingrid Matthäus hat geheiratet, herzlichen Glückwunsch. Mein Mann sitzt neben mir, war auch überall Delegierter. Irgendwann übernimmt Frau Funke die Führung, die Leitung dieses Landeshauptausschusses und sagt ganz freundlich, ich habe gehört, hier sitzt noch jemand im Raum, der geheiratet hat. Ich glaube, das ist der Robert Meyer. Und dieses, auch die Art, wie sie das so macht, da war sie einfach klasse. Und es gibt Politiker in allen Parteien, selbst wenn sie gute Politik machen, man hat das Gefühl, die mögen die Menschen nicht sehr. Aber ihr merkte mal an, sie mochte die Menschen, für die sie kämpfte und sich einsetzte. Ich
Ich würde gerne eine Frage an Frau Stark-Watzinger stellen. Ich habe in einem kleinen filmischen Porträt über Sie gesehen, da zitieren Sie Simone de Beauvoir und sagen, Frauen bekommen das, wonach sie fragen. Und da musste ich schon auch tatsächlich ein bisschen an Lieselotte Funke denken. Ist Lieselotte Funke für Sie in irgendeiner Form ein Vorbild, auch in der Politik? Ja, das ist sie auf jeden Fall. Für mich ist sie schon eine Rebellin, vielleicht nicht im klassischen Sinn, Frau Matthäus-Meyer, aber sie hat immer Grenzen überschritten. Sie hat Neuland betreten. Und das ist natürlich schon eine Vorbildfunktion, die sie für uns hat, für Frauen, die jetzt aktiv sind. Und vor allen Dingen, weil sie es auf ihre ganz eigene Art gemacht hat. Man muss sich ja vorstellen, in der Zeit, in der sie gelebt hat, heute haben wir ja schon sehr viel Gleichstellungsgesetz, es ist unheimlich viel regulatorisch gemacht worden. Das hatte sie noch nicht, aber es kommt ja noch hinzu, und da, das war eben auch schon mal Thema, was war das damals eigentlich für eine Gesellschaft, in der sie gelebt hat? Und sie musste sich ja sowohl nach außen gegen das Rollenbild durchsetzen, mit Mut, Tatkraft und viel Fleiß, wie wir gehört haben, aber sie musste vielleicht auch mit ihrem eigenen Bild nach innen hin, weil wie wir, das, was wir zu Hause, die Hürde oder die Tür, die uns zu Hause geöffnet wurde, die ist schwierig hinterher zu ändern. Und ich meine, sie durfte studieren, das war ja in der damaligen Zeit auch nicht normal. Und trotzdem, sie hat immer den Mut gehabt, Neuland zu betreten und auch das klar auszusprechen, ohne eine Polarisierung im Klassischen, also ohne eine Polarisierung herbeizusuchen. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, denn es geht ja nicht um du bist gut, du bist böse, wenn wir um Gleichstellung sprechen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eben neue Spielregeln aufstellen zum Beispiel. Ja, ich meine, vielleicht ist auch ganz interessant, überhaupt erstmal zu schauen, welche Voraussetzungen überhaupt gegeben sein müssen, damit Frauen in die Politik gehen können. Und bei Lieselotte Funke war es so, sie war nicht verheiratet, sie hatte keine Kinder. Sie haben Familie, sie haben zwei Kinder, wenn ich richtig informiert bin. Und da gehört natürlich die Unterstützung des Mannes auch dazu. Heute sind wir hoffentlich so weit, dass Männer sowas auch unterstützen. Aber vielleicht können Sie das nochmal aus Ihrer Perspektive sagen, wie viel letztlich Gleichberechtigung auch innerhalb dieses Mikrokosmos im Privaten letztlich nötig ist. Und vielleicht kann Frau Matthäus-Meyer da auch nochmal was zu sagen anschließend. Das kann ich insofern, als ich damals als diejenige, als erstens, früher kriegt die Abgeordneten, die im Bundestag waren, die Weiblichen, hatten entweder die Zeit hinter sich oder hatten gar keine Kinder. Ich habe ja die Kinder bekommen, da war ich sogar Vorsitzende des Finanzausschusses. Das war aber auch nur möglich, mein Mann, immerhin Assistent an der Uni, hat dann bei dem zweiten Kind seine Tätigkeit aufgegeben und war dann zuständig für die Kinder, allerdings auch immer für die Politik. Er war mein engster Berater, wir redeten alles und auch Lieselotte Funke kannte ihn gut. Also ich glaube, wenn der Partner nicht total mitzieht, geht das nicht. Und da sage ich, ich werde immer mal wieder gefragt bei Frauen im Rundfunkrat oder bei der Ebert-Stiftung, was rätst du Frauen? Das Wichtigste ist erstmal, wenn Sie einen Partner wählen, achten Sie darauf, wie der zu dieser Frage steht. Denn nur wenn Sie einen Partner hat, der mitzieht, der eventuell auch zu Hause bleibt oder halbe-halbe um Jobfirmen, kann das Ganze bei Kindern funktionieren. Und Sie müssen, natürlich müssen sie besser sein, das ist überhaupt keine Frage. Wir waren immer besser, ich muss das einfach mal so sagen. Ich war doch eine bessere Finanzpolitikerin als jede Menge andere. Ich weiß nicht, wie er sonst das sieht, muss er sich nicht zu äußern. Aber man musste besser sein als die meisten Männer und sich dann durchsetzen. Und was natürlich ein Problem ist, sie sagen, sie hat auch Grenzen überschritten. Man musste den Mut dazu haben. Sie hat ja sowohl im Landtag dafür gesorgt, dass es in eine andere Koalition ging und im Bund. Ich bin ja eingetreten in die FDP an einem ganz bestimmten Tag, 21. Oktober 1969, der Tag, an dem Willy Brandt gewählt wurde. Mein Mann und ich haben uns, wir sind Sozialliberale, also hätten in beide Parteien eintreten können. Wir wollten genau diese Kombination. Und als Willy gewählt wurde, und da finde ich, da hat sie ja auch mitgewirkt, und es war Walter Scheel. Walter Scheel kommt mir bei dem Ganzen immer ein bisschen zu kurz, ohne dessen mutige Agieren in der Wahlnacht. Da hat er gesagt, die CDU war am Jubeln, und da saß er schon mit Willy Brandt zusammen und die machten die Koalition. Und auch da hat mir gezeigt, Menschen, auch in der Politik, müssen sich irgendwie mögen, um zurechtzukommen.
Deswegen war völlig klar, mit Genscher kam sie nicht ganz so zurecht. Besser mit Walter Scheel. Ich übrigens auch. Ja, ich kann es gerne noch ein bisschen ergänzen, was Frau Matthäus-Meyer gesagt hat. Es ist ja auch heute noch so, dass die Rollenbilder sehr traditionell sind und Verhalten zu verändern ist Arbeit und Arbeit auch noch vielleicht in was Neues, eine Unsicherheit, die Arbeit oder diese Mühe nehmen viele nicht gerne auf sich. So, das heißt, ja, wir brauchen, ob Mann oder Frau, wenn man Kinder haben will, muss man einen Partner haben, mit dem man sich die Bälle zuspielen kann. Sonst ist es extrem schwierig, wenn beide gleichzeitig das verändern wollen. Und da ist in der Politik, ich glaube, noch ein bisschen ein Nachteil oder da ist es ein bisschen schwieriger, weil in der Politik, da finden keine Bewerbungsprozesse statt, da müssen sie langfristig sich engagieren. Es geht ja, ist ja auch teilweise verständlich, weil wenn man von seiner Partei in eine Funktion gewählt wird, dann gehört auch das Vertrauen dazu, dass, wenn man nach außen tritt für diese Partei, dass das, was dort passiert, auch zu den Parteimitgliedern und zu den Grundüberzeugungen passt. Und deswegen ist natürlich so eine Durchlässigkeit, da müssen wir Parteien schauen, wie wir damit umgehen, weil das, was in der Unternehmenswelt schon schwierig ist, ist aber in der Politik noch mal ein Stück schwieriger. Plus, es kommt noch hinzu, und das sehe ich bei den jungen Kolleginnen um mich herum. Ich habe, meine Kinder sind jetzt groß. Ich kann pendeln zwischen Berlin und meinem Heimatort. Ich hoffe, dass noch einer traurig ist, wenn ich zur Tür rausgehe, aber es ist zumindest, es funktioniert weiter. Und ich bewundere also die Kolleginnen, aber auch die Männer, die ja doch deutlich mehr auch zu Hause mittlerweile tun, die kleine Kinder haben und eben diese Distanz zu brücken haben. Also da ist nochmal in der Politik, gerade wenn man für den Bundestag kandidiert, nochmal eine besondere Herausforderung da. Plus die Arbeitszeiten sind nicht alle so wie bei Lieselotte Funke, aber die Arbeitszeiten sind eben auch nicht von morgens bis abends, sondern die finden abends und am Wochenende viel statt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Herr Solms, ich möchte Sie gerne noch mal fragen, wie haben Sie eigentlich das Thema Emanzipation, Frauenfragen letztlich im Bundestag, in der Politik, auch innerhalb der FDP erlebt? Da ist ja doch seit den 70er Jahren einiges passiert. Ja, zunächst mal muss ich ergänzend berichten, dass ich ja ohne Vater aufgewachsen bin. Mein Vater ist im Krieg zu Tode gekommen, noch vor meiner Geburt. Und sozusagen es gewöhnt war, dass bei unserer Familie, wenn, dann war unsere Mutter die Autorität. Und wenn ich später gefragt worden bin, ob ich seinen Vater nicht vermisst habe, habe ich gesagt, nein, habe ich nicht, kannte ihn ja auch nicht. Mir war das Autorität genug. Und deswegen war das für mich überhaupt völlig normal, für eine Frau zu arbeiten und sie zu unterstützen in ihrer Arbeit. Dass ich natürlich dann auf eine Frau treffe, die so eine fundierte Position einnahm, sehr grundsätzlich Themen angepackt hat und dann sehr eigenständig und eigenwillig auch gearbeitet hat, das war für mich nur gut. War ein gutes Vorbild. Und natürlich auch, wenn man so eng zusammenarbeitet, übernimmt man vieles davon. Ja. Aber um ihren Charakter nochmal zu schildern, ich sagte das ja vorhin auch, sie war sehr eigenwillig und diszipliniert, aber zum Schluss aber auch loyal und hat dann auch Dinge gemacht, die sie nicht unbedingt wollte, weil man sie dazu aufgefordert hat. Als 79 die Situation eintrat, dass Riemer als Minister aufgehört hat oder aufhören musste, und es ging darum, eine Nachfolge als Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen zu suchen, hat Genscher sie versucht dazu zu bewegen und zu veranlassen. Ich war schon gar nicht lange nicht mehr in Bonn, aber ich habe das schon mitverfolgt und habe sie dann angerufen und gesagt, Frau Funke, um Gottes Willen, machen Sie das nicht. Sie können nicht in einem halben Jahr die Stimmung umdrehen. Das kann keiner. Und Sie sind dann diejenige, die mit dran schuld ist, dass die nächste Landtagswahl verloren geht. So wird es kommen. Ja, nein, aber Genscher hatte mich aufgefordert, dann muss ich das machen. So war sie. Hm? Also auch in dem Fall eine innere Disziplin. Ja.
auch wenn objektiv es eine Fehlentscheidung war. Und so kam es ja dann. Dann sind wir 80 aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen rausgeflogen. Und sie wurde dann später eben Beauftragte. Und in diesem Job ist sie eigentlich aufgegangen, wirklich. Das hat sie mit innerer Leidenschaft betrieben und war enttäuscht darüber, dass sie dafür die Anerkennung im politischen Raum nicht gefunden hat, die ihr eigentlich gebührt hätte. Aber sie hat die Anerkennung bei den Betroffenen gefunden. Und das war für sie ja auch schön. Ja, diese, was Herr Grote in der Vorstellung gesagt hat, bezeichnende Anzahl von 16, ich meine sogar 19 Briefe an Helmut Kohl gelesen zu haben, die nie beantwortet wurden, das ist natürlich auch sicherlich mit Resignation letztlich ihrerseits quittiert worden. Ich möchte gerne in Anbetracht der etwas fortgeschrittenen Uhrzeit nochmal den Bogen zu heute schlagen und nochmal schauen, wie es eigentlich für Frauen in der Politik im Moment aussieht. Und da muss man natürlich beim jetzigen Bundestag schon auch sagen, es sind knapp über 30% Frauenanteil in diesem Bundestag. Das ist, wenn man von 1998 ausguckt, ein relativ schlechter Wert. Dieses Jahr wird wieder gewählt. Und da kann ja das Ziel eigentlich auch nur sein, also mehr Frauen in die Politik. Wie würden Sie das, Frau Stark-Watzinger zum Beispiel, angehen? Ja, also absolut, es müssen mehr Frauen in den Deutschen Bundestag. Ein Paritätsgesetz halte ich allerdings für falsch, weil das zum einen am Ende des Ganzen ansetzt, am Ende der Kette, aber es hat natürlich noch viel grundlegendere, man muss es aus grundlegenderen Gründen ablehnen, weil es natürlich ja ein hohes Gut ist, dass wir freie, gleiche, geheime Wahlen haben, und das mit Quoten zu zerschießen, halte ich für falsch. Das entbindet aber niemanden von seiner Verantwortung, sich dafür einzusetzen, dass Frauen auch repräsentiert sind in der Politik. Wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, was heißt das, aktiv zu sein in der Politik? Das ist mit Familie schwer zu kombinieren, und da müssen wir ran, da müssen wir auch im Bundestag noch mehr dafür tun. Man hat ja jetzt eine Initiative Stay on Board in der Wirtschaft. Was heißt das, wenn man ein Kind bekommt? Was heißt das dann auch für, dass man mal eine Auszeit nehmen kann? Das ist natürlich schwierig in einem Mandat, aber dass wir da die Rahmenbedingungen noch mal deutlich besser machen. Ich glaube auch, dass wir die Arbeitsweise und die Spielregeln ein Stück weit auf den Prüfstand stellen. Spielregeln, wie wer am meisten in einer Sitzung redet oder einmal einen Parteitag rockt, das ist vielleicht etwas, was Frauen nicht ganz so entgegenkommt. Insofern muss man die Spielregeln da ein Stück weit ändern. Ich glaube aber, Frauen müssen auch lernen. Und deswegen finde ich Lieselotte Funke so interessant, weil sie ist dahin gegangen, wo es auch, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, welche Themen, Frauenthemen, Männerthemen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch mit dabei ist, wo strategisch gearbeitet wird und gedacht ist, dass man da mit am Tisch sitzt. Das müssen Frauen verstehen und müssen es auch einfordern. Denn nur dort hat man dann auch die Möglichkeit, wirklich Einfluss zu nehmen. Ob das jetzt Wirtschaft und Finanzen ist, das ist sicher in der Politik, sind das noch sehr essentielle Themen. In Unternehmen könnte es in der Zukunft vielleicht auch im Personalbereich sein, wenn man gute Mitarbeiter braucht. Also da, wo strategisch gearbeitet wird. Und insofern, glaube ich, müssen wir da noch dran. Und wir sollten aber auch mit Vorbildern arbeiten. Also, dass es heute noch keine Frau Finanzministerin war, das finde ich, ist eine Katastrophe. Da sollten wir dran gehen. Also an vielen, es gibt nicht den Einschalter. Man muss die Vereinbarkeit, dass man nicht auf Familie verzichten muss. Wir müssen noch mal überprüfen, wie arbeiten wir in Parteien, in der Politik, um die Spielregeln anzuschauen. Frauen müssen aber auch den Mut haben und auch in den Wettkampf mit eintreten, denn das tun Männer ja auch, das müssen sie auch. Insofern können wir auch nicht erwarten, dass uns alles auf dem Tablett geliefert wird, und müssen selber auch dahin gehen, wo es wichtig ist, und selber auch mal in den Wettbewerb treten. Weil Sie gerade das Finanzministerium, das Bundesfinanzministerium angesprochen haben, dass er eben auch noch nie von einer Frau geleitet wurde. Da würde ich gerne nochmal Frau Matthäus-Meyer fragen, die ja durchaus im Gespräch war 1998 für genau dieses Bundesministerium, das dann Oskar Lafontaine bekommen hat, um es jetzt mal so auszudrücken.
Wie sehen Sie das? Sie sind ja eine Finanzexpertin. Ist das etwas, was ist der Grund dafür, warum es da noch nie eine Frau gegeben hat? Also ich glaube schon, dass ich das ganz gut gemacht hätte. Aber was da in der Zeitung steht, mir wurde das einfach weggenommen oder was, das war nicht der Fall. Ich weiß, dass im Frühjahr 98 Oskar, den ich gut kannte, er hatte ja so eine Kommission, die das alles vorbereitet, mich anrief und sagte, der Schröder macht so eine kleine Runde, kein Schattenkabinett für ihn. Da ist auch Wirtschaft und Finanzen. Er, Oskar Lafontaine, würde gerne das machen. Aber eigentlich war ja eigentlich klar nach dem bisherigen, dass ich das machen würde. Ich weiß noch, wie ich geantwortet habe, Oskar, ich bin einer der wenigen, die wirklich weiß, wie es um die öffentlichen Finanzen steht. Schulden und so weiter und so fort. Wenn du das machen möchtest und das der Schröder auch will, mach das. Wenn wir gewinnen, dann gibt es genug Positionen, die ich dann ausfüllen kann. Weiß ich noch, da fragt er ja, welche, sage ich vielleicht Fraktionsvorsitzende, ich war dann der SPD, ne? Wir gucken mal. Und dann kam, so kam es dann auch, aber dieses ist durchaus, als ich gefragt wurde, mit meiner Zustimmung geschehen. Und wenn Sie so wollen, hat das natürlich dann auch geführt, dass mit meiner Erfahrung im Finanzausschuss, das ist ja nicht nur Steuern, Finanzen, Haushalt, die ganze Bankengesetzgebung, internationaler Währungsfonds und so etwas läuft ja alles durch, dass mit dieser Erfahrung auch im Bann gewesen, ich dann später in die KfW konnte. Das war, glaube ich, angenehmer, als dann Finanzminister zu werden. Also, das wäre sicher möglich. Es gibt auf Länderebene mehrere gute Finanzministerinnen, aber ich bin auch sicher, das kommt auch irgendwann. Das Problem ist, deswegen, ich glaube übrigens, dass dieses Gesetz, was Sie angesprochen haben, dass man auf den Listen schon gestartet wird, ich bin wohl, habe große Zweifel, ob das verfassungsrechtlich in Ordnung ist. Zwei Länder, Verfassungsgerichte haben es schon gesagt, ist nicht, da habe ich meine Zweifel. Aber insgesamt bin ich für die Quote. Wir hatten in der FDP damals keine Quote. Herr Solms, Sie würde ich mal gerne fragen, wir waren ja doch immer viele, mehrere, also wir hatten immer so 25% Frauen in der FDP-Fraktion und zwar gute, starke Frauen, die verschiedene Positionen haben, ohne Quote. Warum hat das jetzt bei Ihnen nicht geklappt? Ich würde mittlerweile schon sagen, Quote ja. Und für mich war, sagen wir mal, das Erweckungserlebnis im Fragezeichen, als die Gro Brundtland, die norwegische Ministerpräsidentin, ein Kabinett vorstellte, halbe-halbe. Ich bin sicher, eigentlich sei ich sicher gewesen, Frauen schaffen das auch so, aber mit Quote geht es eben schneller und nicht rückwärts. Und deswegen wäre ich heute für jede Art von Quoten individuell in einer Partei zum Beispiel. Aber ich würde ganz gerne Herrn Solms fragen, übrigens, weil Sie mich gefragt haben als Frau und den Finanzminister, ich bedauere sehr, dass Herr Solms nicht damals Finanzminister geworden ist, wenn ich das mal sage. Also ich hätte es Frau Matthias Mayer genauso zugetraut, wie ich es mir zugetraut hätte. Aber wir sind es beide nicht geworden. Wer weiß, vielleicht wären wir mit Schimpf und Schande davon gejagt worden. Das weiß man ja in der Politik nie. Man muss dann immer auch positiv sehen. Aber dass Lafontaine damals Finanzminister geworden war, ist, glaube ich, keine gute Entscheidung gewesen. Ja, und nach 3 Monaten hingeworfen. Ne? Ja. Hat dann auch hingeworfen, weil er seine Linie nicht durchsetzen konnte. Und Gerhard Schröder erkannt hat, dass er damit nicht weiter gewinnen kann. Egal, das ist Vergangenheit. Aber Lieselotte Funke wäre ja eben auch eine gute Finanzministerin geworden. Und in ihrer, in dem Respekt, den sie genossen hat, in der Politik ganz allgemein und in ihrer Umgebung, hätte sie damit auch viel Autorität dem Ministeramt verliehen. Also das wäre eine gute Sache gewesen, aber die großen Koalitionspartner geben dieses Amt ungern an den Kleinen weiter, weil das Amt zu wichtig ist und zu bedeutend ist. Dabei ist, hätte auch vieles dafür gesprochen, dass wir als Juniorpartner ein solches Amt in Anspruch nehmen. Nur damals, 2009, wollte halt Westerwelle fälschlicherweise Außenminister werden. Aber das Ende kennen wir ja. Wir wollen ja über Lieselotte Funke reden. Ja, Herr Solms, ich würde da gerne etwas aufgreifen, was Frau Matthäus Mayer gerade angesprochen hat, nämlich den im Vergleich der Parteien doch eher geringen Anteil von Frauen in der FDP, 21,6%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie gehören ja nun zu den erfahrenen Politikern. Ja. Was kann man da machen? Wie kriegt man muss unten ansetzen, Mitglieder gewinnen.
aus denen sich dann wieder welche herausqualifizieren können. Also ich mache mir da selbst keine Vorwürfe. Meine Frau und zwei meiner drei Töchter sind Mitglied der FDP. Okay. Und zwei davon haben auch jetzt in der Kommunalwahl kandidiert. Gewählt worden? Das, bitte? Sind die beiden? Nein, nicht gewählt worden. Aber sie waren nicht vorne auf der Liste. Wäre auch arbeitsmäßig schwer gegangen. Aber sie wollten sich jedenfalls zur Verfügung stellen. Sehr gut. Aber man muss Beispiele geben. Ich halte von der Quote nicht so viel, weil das eben auch dazu führt, dass möglicherweise die Falschen da reinkommen. Ich meine, jemand, der Erfolg haben will, der muss auch den notwendigen Ehrgeiz und den Willen dafür mitbringen. Das war bei Ihnen, Frau Matthäus, sicher nicht zu knapp vorhanden. Aber das muss auch sein. Weil die Politik ist kein einfacher Job. Gerade wenn man im Bundestag ist oder auch sicher in den Landtagen. Das ist hart, ungeheuer zeitlicher Aufwand und ungeheuer Fleiß wird verlangt, wenn man auf der Höhe der Zeit mit argumentieren will. Und wenn man sagt, gerade in den Diskussionen in den Fachausschüssen gegenüber den Beamten, die dort ja glauben, in Wirklichkeit die Gesetze zu machen, bestehen will und denen auch Respekt einflößen will. Also das ist schon eine schwere Herausforderung und da müssen Personen kommen, die das auch wirklich wollen und bereit sind, das auf sich zu nehmen. Bei der Quote habe ich die Sorge, dass das dann nicht der Fall wäre. Es gibt eine Frage von Petra Bruns, wie Lieselotte Funke zu der Quotenfrage stand. War das bei uns damals kein Thema? Ja. Nein, war kein Thema. War kein Thema. Ja. Wir hatten genug gute, wirklich, gehen Sie mal die Namen durch, das war die Frau Adam-Schwetzer, die Malz Jakobs, ich habe sie gar nicht alle im Kopf, die hessische Fraktionsvorsitzende damals. Das war überhaupt kein Thema. Es wurde dann ein Thema, als ich dann in die SPD ging und es ein allgemeines Thema wurde durch die Grünen und ich mich dann auch überzeugen ließ, aber von da, es war zu unserer Zeit kein Thema. Ja. Übrigens, es gehört natürlich auch dazu, den Mut, deswegen war das so doll, dass Lieselotte Funke zu Johannes Rau in das Ministerium ging. Herr Sonz hat so schön beschrieben, das war sehr riskant, aber das gehört im Politikerleben dazu, dieses zu machen und man fällt auch immer mal wieder auf die Nase. Also ich bin zum Beispiel in den Bundestag 72 nicht gekommen, weil der Herr Möllemann gegen mich kandidiert hat mit etwas internen Praktiken, das lasse ich mal weg. Aber da müssen Sie erstmal auf die Nase fallen. Da hätte vielleicht der eine oder andere gesagt, jetzt habe ich nur die Nase voll. Nun gut, ich war Vorsitzende der Jungen Demokraten dann. Ich kannte mich aus, war über diesen Kampf erprobt und hatte meinen Mann an der Seite, der mich immer unterstützt hat. Also das ist nicht nur Honigflecken, sondern solche Dinge muss man durchstehen und dann wieder aufstehen und weitermachen. Wir haben noch 2 Minuten und ich möchte eine Frage noch stellen an Frau Stark-Watzinger, die ich sehr aktuell halte, nämlich dass Frauen in der Corona-Krise das sagen eben mehrere Studien, benachteiligt sind, es werden alte Rollenmuster wieder bedient und das wird sicherlich ein Thema für die nächste Bundestagswahl sein. Was denken Sie, kann man da tun? Absolut, das sagen ganz viele Studien, weil Frauen eben noch mehr Pflegearbeit und auch Arbeit, also sich um die Kinder kümmern und da natürlich jetzt eine deutlich stärkere Belastung haben. Auch durch die Steuerklassen, die wir haben, ist es so, dass sie beim Kurzarbeitergeld benachteiligt sind, weil das vom Nettolohn berechnet wird. Es geht ja auch so ein bisschen um finanzielle Freiheit, Freiräume schaffen, eigenständig sein. Wir müssen, und da bin ich jetzt, greife ich nochmal die Quotenfrage auf. Ich glaube, wir müssen wirklich grundlegend anfangen, den Frauen die Erwerbsbiografien viel vielfältiger, leichter zu machen, damit wir auch in der Breite die Frauen fördern, weil viel ärgert mich, dass wir immer in der Spitze anfangen, was nicht schlecht ist, aber wir vergessen eigentlich die Breite der Frauen, die jeden Tag hier ihre Frau stehen müssen. Und deswegen müssen wir gucken, dass auf jeden Fall die Familien nicht alleine gelassen werden, damit die Frauen ihre Eigenständigkeit leben können. Wir müssen gucken, was sind Rahmenbedingungen, die der Staat macht, die Frauen benachteiligt und müssen ihnen da den Freiraum geben und die Entlastung geben, dass sie nicht die Leidtragenden sind in der Corona-Krise und wieder Jahre zurückgeworfen werden.
Ich glaube, wir könnten jetzt locker noch eine Stunde weiterreden, auch über das politische Erbe von Lieselotte Funke und über diese wirklich spannende Biografie in jeglicher Hinsicht. Leider ist es 19 Uhr. Unser Web-Talk geht damit zu Ende. Ich bedanke mich sehr bei allen Gesprächspartnern für die spannenden Beiträge und gebe zurück an Frau Burg. So, ja, es hat einen kleinen Moment gedauert. Man muss immer erst mal suchen. Ich möchte mich erst noch mal bei allen bedanken. Der Talk war wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Und ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel mitgenommen, gerade in Bezug auf Lieselotte Funke, aber auch auf ihr Leben und das, was sie auch, ja, was sie erreicht hat und vor allem, was sie uns jetzt auch mitgibt. Also ich denke, was wir auch gelernt haben, gerade auch für Frauen, ist wichtig, einfach mutig zu sein, nach vorne zu blicken, vielleicht auch mal über seinen Schatten zu springen und nicht zu denken, das kann ich nicht, sondern einfach mal diesen großen Sprung wagen und voranschreiten. Und ich denke, das hat sie gemacht und das sollten wir uns auch alle zu Herzen nehmen. Und ja, genau, ich möchte mich mal, wie gesagt, mal bei allen bedanken. Ich fand es wirklich sehr interessant und vor allem auch die Geschichten aus dem Nähkästchen, das ist immer das, was man sonst nicht so mitbekommt, wenn man vielleicht nur die Zeitung aufschlägt, sondern das ist ja das, was auch so ein Talk ausmacht. Daher nochmal vielen Dank. Und ja, an unsere Gäste, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns bei den nächsten Talks wiedersehen. Gerne auch morgen zu unserer Veranstaltung Weniger ins Meer mit Gesine Meissner über die Verschmutzung der Meere und wie man mit Plastik und mit Plastik umgehen sollte. Genau. Und bleiben Sie gesund. Genau, und bleiben Sie gesund in dieser Zeit. Ich bin schon geimpft zweimal. Das ist ja ganz toll. Tschüss.